Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Hier bin ich zusammen mit der Pia und ich habe gedacht, ich zeige euch jetzt mal so eine Abendroutine. Genau, wenn wir zwar ins Bett gehen, dann läuft das so etwa so ab. Viel Spaß dabei! Erst wird der Schlafanzug angezogen. Genau, aktuell hat sie jetzt nur den Body angehabt, weil es heute eben sehr schön warm war bei uns. Genau, bei diesem Schlafanzug sind jetzt keine Füßchen dran, deshalb lässt sie auch die Socken an. So, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen schwierig drauf zu bekommen. Moment. Genau, so ist es besser. Ich werde jetzt die Windel frisch machen. Zeige ich euch das gleich mal, wie ich das mache. Genau. Das ist so eine neue Einlage. Jetzt muss ich nur schauen. Das heißt, ich habe aktuell diese Einlage drin. Und das ist eine dicke Einlage noch. Wir machen die Windeln einmal komplett weg. Ich zeige euch das einfach so. Das kommt jetzt auf die Seite. Und dort kommt das so neu rein. Wird vorne und hinten reingelegt. Ganz einfach. Und kommt wieder drunter. Und das war's schon. Müssen wir nur gucken, dass es einigermaßen gleichmäßig ist. Ich habe gerade, Quelle hat sie jetzt die an, das heißt, sie hat sie ja auch mal ein paar Tage eben an. Ich kann da einfach das Innenleben raus machen. Immer so 2 Tage und dann mache ich das Äußere auch weg und mache da mal frisch. Genau. Hoppla. Willst du? Ja. Sie bekommt jetzt diesen Schlafi an. Den hatte sie jetzt letzte Nacht auch an. Ich finde den echt toll. Der ist vielleicht ein bisschen verwaschen, aber ich finde den irgendwie mega süß. Und schön weich. Und irgendwie auch toll, dass der quasi, dass man da Socken anziehen muss an den Füßen. Ja. Schwierig, sie so aufzufangen in einem Video, weil sie so groß ist. Ich hoffe, ich werde das nicht so schlimm. So. So, bevor wir dann ins Bett gehen, waschen wir ihr gleich noch das Gesicht und die Finger. Die Zähne putzen ist noch nicht, haben wir noch nicht. So, das heißt, ich schnappe mir einen Waschlappen. Kleine darf dann wieder hinsitzen. Sie ist schon müde. Die Mütze lässt sie jetzt heute auf. Okay, sie ist hinten auf dem Rückweg. Machen wir in der Küche halt. Wir nehmen warmes Wasser, aber kein heißes.
füllen da ein wenig rein. Es gibt nicht noch die Nachtflasche. Dann gibt es. Zwei Löffelchen von dem ungefähr. Deckel drauf. So ist das immer einhändig versucht, das Ganze zu machen. Genau, einmal richtig schön zuschrauben. Und fertig. Und dann geht's ab Richtung Bett. So, und wenn wir dann hier so, wenn sie hier dann so eingekuschelt liegt, lesen wir noch ein bisschen in einem Buch. Das haben wir uns jetzt ausgesucht. Draußen ist es schön. Genau. Schon etwas älteres Buch. So von mir. Genau, und da lesen wir dann zusammen etwas draus vor. Draußen ist es schön. Dann steht hier, wir machen einen Ausflug. Papa schaut nach den Fahrrädern und Mama packt unser Essen ein. Ich nehme meinen Teddy und eine Decke mit. Jetzt geht es los. Mama hat Benny auf dem Fahrersitz. Ich meinen Teddy. Im Dorf kaufen wir ein Eis. Das schmeckt lecker. Hier am Bach machen wir ein Picknick. Die Schiffchen, die Papa baut, schwimmen prima. Siehst du die Entchen? Ja, da sind die Entchen. Okay, und weiter. Ganz spät fahren wir wieder nach Hause. Mein Teddy ist müde. Benny glaube ich auch. Ja, wo ist der Teddy? Der auf dem Fahrrad sitzt, der Teddy. Und dann Ende. Das ist der Teddybär. So, und dann werden wir jetzt ans Bett gehen, liebe Pia. So. Jetzt trinkt sie noch ein wenig ihre Milch. Und dann wird sie einschlafen. Und ja, so läuft das immer ungefähr ab. Und heute darf sie auch ausnahmsweise bei mir im Bett schlafen, weil Wochenende ist. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich würde mich sehr über eure Kommentare freuen oder auch Videowünsche. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.